abends aber werden Sie ihn sehen. Stellt dieser sagenhafte Mr. X sich nicht selber vor? Sein Auftritt ist 10.20 Uhr. Er betritt den Zirkus 9.40 Uhr. Das ist vertraglich festgelegt. In der ersten Abteilung sehen Sie Yin, Yen und Yan, die drei Söhne des berüchtigten Chinesen Dr. Fu Manchu. Nur um mir zu sagen, Fürstin Palinska, die palinskischen Güter und Bergwerke, die sie geerbt haben und an denen die Krone wesentliche Anteile hat, bedürfen der starken Hand eines Mannes. Es ist daher mein dringender kaiserlicher Wunsch und Befehl, dass sie schnellstens wieder heiraten. Und haben Sie inzwischen gewählt? Da sehen Sie die Qual meiner Wahl. Ich spendiere ein paar Fläschchen Shampoos. Good evening, Mr. X. How is everything? Buenas noches, Señor X. Auf die Minute, Fedja. Das übliche Glas? Nein, danke. Fedja, was hast du?
Nichts. Fedja, ich kenne dich. Was ist los? Nichts. Fedja, du spielst jeden Abend mit deinem Leben. Der kleinste Fehler und... Das ist das Los vieler Artisten. Wenn du nicht sagst, was los ist, lassen wir dich nicht auftreten. Ich bin soeben dem Unglück meiner Jugend begegnet. Und jetzt lasst mich bitte allein. Empfängt man so einen Prinzen Sergejus? Jawohl, Mann!
Wenn dieser Kerl nicht sofort kommt, kaufe ich den ganzen Zirkus. Wenn du es nicht gewohnt, dass man mich warten lässt. Nicht einmal der Zar lässt mich warten. Was erlaubt sich dieser klägliche Prinzipal, dieser klägliche Schausteller? Na endlich! Right. Wo werde ich sitzen? Jawohl, wo werden seine kaiserliche Hoheit sitzen? Ich muss Hoheit enttäuschen. Wir sind komplett. Dann werfen Sie einfach einen hinaus. Aber die Herrschaften haben alle ihren Platz bezahlt. Dann geben Sie ihnen das Zehnfache, wenn Sie wieder gehen. Cäsar. Die Hoheit, aber diese Loge ist für die Fürstin Palinska reserviert. Wundervoll, ihretwegen bin ich hier. In dieser Loge muss ich sitzen. Und denn nun unsere. In ein paar Tagen sitzt die Fürstin sowieso auf meinem Schoß. Der einzige freie Platz ist an einen jungen Ausländer verkauft. Ein treuer Gast unseres Hauses. Glänzen, geben Sie ihm 1000 Rubel. 5000. Diesen Platz muss ich haben. Ja, ich werde es versuchen, Kaiser die Hoheit. Wladimir. Wie lange spielst du schon Katz und Maus mit mir? Seit sie aus Paris zurück ist. Bin ich eine Maus? Eine Maus? Sie sind ein Prinz aus kaiserlichem Gestüt, geblüht. Eben. Und ich sage Ihnen nochmal, die Sache mit der Maske ist ein Reklametrick. Wenn ich mir vorstelle, ein Mann, der sein Gesicht verbirgt. Was für ein Schicksal mag wohl dahinter verborgen sein? Es ist nicht das unsere.